ist auch sehr dünnes Haar. Das habe ich auch. Dann werden wir gucken, dass wir dein Pony vielleicht ein bisschen voller schneiden. So wird es eigentlich gut aussehen. Ich zeig dir einfach mal, wie es bei mir aussieht später und dann machen wir das gleiche bei dir. Alles freiwillig. Also wenn du magst, dann bist du auch aussehen. Ich habe jetzt tatsächlich mal zwei Scheren vorbereitet. Einmal eine ganz normale Schere. Aber mal schauen, ob die zum Einsatz kommt. Weil am liebsten mag ich eigentlich tatsächlich die Nagelschere. Weil die Schoko so klein und scharf ist. Aber als erstes, um meine Kleidung und später auch deine zu schützen, habe ich hier mal ein. Ja, wie wollen wir es nennen? Dass wir erstmal die Haare kämmen. Das sind ganz schön viele Knoten. Und dann werden wir mal gucken, wie wir den Scheitel überhaupt, wie das überhaupt aussehen wird mit dem Scheitel. Selbst. Nur heute werde ich auch deinen Pony schneiden. Und deswegen dachte ich mir, wäre es ganz cool, wenn du vielleicht da mal zuschaust. Dass du danach dann siehst, wie es bei dir aussieht. Ich hoffe, ich bekomme das heute spiegelverkehrt hin. Ah.
Nein. Schon sehr lang geworden. Und du wirst jetzt zum ersten Mal einen Pony haben. Das wird ein Erlebnis. So, dann fangen wir mal an mit dem ersten Schnitt, oder? Doch, kann man machen. Ich krieg's einfach nicht hin mit dem Spiegel. Als erstes habe ich das Pony abgesteckt, also richtig abgetrennt. Das heißt, ich habe erstmal geschaut, wie es fällt. Und dann habe ich mir ein Teil quasi mit den Fingern, mit den Fingerspitzen vorsichtig herausgepickt. Und ich werde jetzt das Pony in drei Teile abteilen und immer wieder leichte Stufen reinschneiden. Also das kommt immer drauf an, wie dick du dein Pony haben möchtest oder wie voluminös das sein soll. Wenn du es ein bisschen dicker haben möchtest, musst du mehr von der Seite nehmen und mehr von hinten. Aber ich werde es jetzt erstmal so versuchen und dann mal gucken, wie es rausfällt, wie es aussieht. Ich fange jetzt einfach mal an zu schneiden. Und dann, ja, bitte schon. So ein Pony wäre bestimmt auch lustig. Okay. Ich mache jetzt einfach mal so Augenmaß. Das war jetzt der erste Teil. Es ist auch schön gerade. Nehme ich mal an. Später muss man auch das Mikro sauber machen. Das war der erste Teil. Jetzt werde ich oberhalb.
jetzt kommt der zweite Teil, die zweite Stufe quasi. Und dann werden wir nochmal schneiden, das Ganze noch ein bisschen kürzer. Ich schneide das immer ganz gerne so schräg, dass es nicht zu gerade wirkt. Das war jetzt der zweite Schnitt. Und jetzt mache ich das quasi von unten, trenne es nochmal ab. Das jetzt wieder nach hinten. So. Und jetzt kommt der letzte Teil. Und dann werden wir gleich sehen, wie es aussieht. Das ist auf jeden Fall schon gut was weggegangen. Jetzt lasse ich das mal so. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit und es ist eigentlich gut geworden. Sieht man jetzt auf Anhieb gar nicht so stark, aber ich denke, Gesamtbild. Ich muss es später noch ein bisschen rund füllen. Und dann wird man es auf jeden Fall sehen. Aber was sagst du dazu? Gefällt es dir? Traust du dich? Dann schneide ich dir auch gleich die Haare. Oder gefällt? Es gefällt dir, gell? Ja, danke. Danke, danke, danke. Das war jetzt schon das Haare schneiden. Mega easy. Also wenn du magst, dann mach die schon mal fertig und setz dich schon mal auf den Stuhl. Ich räume hier nur schnell meine Sachen weg. Und dann ziehe ich dir das alles an. Und dann bist du dran mit Haare schneiden. So. Ich muss jetzt mal kurz das Mikro. Das ist ganz voll mit Haaren. Doch so viel abgeschnitten, gell? Wahnsinn. Kam mir gar nicht so viel vor. Ach ja, das ging aber gut ab. Max, ich habe hier noch ein Haargummi. Ich kann jetzt gerade mal kurz deine Haare irgendwie wegbinden. Warte. Yep. Okay. Perfekt. Magst du lieber die große oder die kleine Schere? Auch die kleine. Ja, ich finde die kleine eigentlich auch ganz cool. Okay. Dann werde ich jetzt mal die kleine Schere vorbereiten. Schmutzig. Dann werden wir jetzt erstmal deine Haare kämmen. Ja, ja. Du hast aber auch sehr schönes Haar. Aber noch ein bisschen Haar. Ja.
Ich hatte auch zuerst Angst gehabt wegen einem Pony, aber ein Pony heißt ja nicht gleich Pony. Es gibt ja auch etwas längere Ponys. So wie bei mir jetzt zum Beispiel. Genau. Da gibt es auch sogar diesen einen Witz. Ein Indianer geht zum Friseur, kommt wieder raus, Pony weg. Das ist jetzt erstmal der erste Teil. Das war jetzt der erste Teil. Aber bei dir ist auch ganz schön gut was weggegangen. Die Güte. Ich tue dir jetzt das zweite abstecken. Warte, ich gehe dann nochmal kurz mit der Bürste rum. Guck mal, so schnell geht das schon und das jetzt war schon das zweite. Und jetzt kommt noch der dritte Tag. Dann haben wir es auch schon geschafft. Mega cool. Du wirst dann auch Bombe aussehen. Achtung, ich komme. So, cool. Achtung, ich gehe nochmal mit der Bürste. So. Und jetzt schüttel mal deine Haare. Am besten ist immer, wenn du sie so nach hinten machst. Ne? Einmal schütteln, um zu gucken, wie der Scheitel fällt. Genau. Wahnsinn. Das sieht so schön aus. Du hättest schon viel früher einen Pony haben müssen. Oh, cool. Das machen wir jetzt so einmal im Monat, hätte ich gesagt. Ja. Ja, cool. Nee, du musst mir nichts garten. Nee, du musst mir nichts dafür geben. Das habe ich gern gemacht. Zum Testen. Ja. Ja, cool. Okay. Ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Pony. Wie gesagt, ich hätte, vielleicht mache ich das nächste Mal ganz kurzes. Wie hätte man das denn mal testen können? Okay, nee, wir lassen es so. Ich hätte gesagt, wir lassen es so, bevor wir noch mehr rumspinnen. Später mache ich noch einen Undercut. Naja, auf jeden Fall war mega cool, dass du da warst. Du kannst gerne noch ein bisschen hier bleiben. Da können wir noch zusammen Serie gucken. Auf jeden Fall. Ansonsten wünsche ich dir trotzdem noch einen schönen Tag. Noch einen schönen Abend. Und war echt toll, dass du bei mir reingeguckt hast. Ja. Okay, mach's gut. Bis dann. Ciao.